Stuttgart Flughafen Fernbahnhof. Das ist er. Heute ist Richtfest und ich darf live dabei sein. Angereist bin ich mit der Bahn und von Ulm braucht man circa 1:30 Stunden, auch mit dem ICE. In Stuttgart bin ich dann in diese S-Bahn gestiegen und die brachte mich dann bis zum Flughafen. Der Rohbau des unterirdischen Fernbahnhofs ist nun abgeschlossen, deswegen auch Richtfest und so sieht er mal später aus. Ich werde das kontrollieren. Eingeladen waren nicht nur die Presse, sondern auch Politiker, der Oberbürgermeister von Stuttgart und der Dude hier ist von der Strabag. Das sind die, die das Ding gebaut haben. Aber kommen wir nun zum wichtigsten Teil, der Richtspruch, mit dem der Rohbau eingeweiht wurde. Geweiht sei dieser Bau zur Stunde. Jetzt hat der Bahnhof hier seinen Segen bekommen und somit hat Ulm quasi auch einen Flughafen gekriegt, denn die Züge von Ulm bis hierher brauchen zukünftig nicht mal eine halbe Stunde und von hier in die Stadt nach Stuttgart geht es in so circa 6 Minuten. Schnell noch die Scherben wegwischen und dann kann gefeiert werden. Aber Vorsicht mit dem Alkohol, denn wer hier runterfällt, der fällt sogar tiefer als im Stuttgarter Hauptbahnhof. Das ist der Verkehrsminister von Land Baden-Württemberg und er hat mir versprochen, er verabschiedet mein Video. Okay, tschüss.